So, das bedeutet, wir speichern mal jetzt hier wieder drauf. Okay, weiß ich schon mal ungefähr, wo wir zeitlich gerade sind. So, und jetzt haben wir noch Folgendes zu tun. Wir müssen jetzt noch zu Nuzuchi. Der ist... Der ist... Ach, da oben. Da oben. Und der will bestimmt mit mir auch kämpfen. Also davon gehe ich jetzt mal stark aus. Das hat sich ja jetzt irgendwie gefühlt eingedeutscht, dass man hier kämpfen muss. Boah, das war so nervig hier. Aber ich hätte ganz ehrlich, ich hätte manche Mimans, hätte, da bin ich so Arschloch vorbeigelaufen. Also die hätte ich auch beim ersten Mal finden können. Aber manche, bei manchen hätte ich auch mir denken können, ne. Weil die waren halt relativ gut versteckt. Also halt wirklich so hier komplett in der Ecke drin oder so. Also, dass man da, wenn man da jetzt nicht wirklich komplett guckt zu 100%, dass man dann halt aus Versehen da wirklich vorbeiläuft. Und wegen den Mitamas habe ich übrigens im Internet rausgefunden. Also das war durch die Miman-Suche. Muss ich mal kurz hier alles mal ein bisschen durch, weil mich das stört. Da ist mir aufgefallen. Da ist mir aufgefallen, dass es wohl Orte gibt, also bestimmte Gebiete hier in diesem Ding, wo die eine höhere Chance haben zu erscheinen. Und die habe ich wohl abgefarmt. Also die habe ich halt gesehen gehabt, deswegen sind die da auch alle gespawnt. Wie verrückt. So, jetzt müssen wir Nuzuchi mit müssen wir reden. Was? Ich habe einen ganzen Mord gemacht, um auf diesen Hügel zu klettern. Das kann nicht sein, unmöglich, unfassbar. Ich bin der belesenste Dämon aller Zeiten. Ich weiß, dass ich das bin. Jetzt reicht's. Nächstes Mal wird die Frage unglaublich absurd, grotesk, schwierig. Du bereitest dich lieber darauf vor, dass nicht einfach nur etwas Knobeln ist. Es wird dein Gehirn verbrutzeln. Na gut, das nächste Problem ist meine ultimative Waffe. Du musst mich dazu bringen, zu gehen. Gehe. Überwinde die Mauer. Zwischen dem Selbst und anderen. Ja, so lauten Buddhas Lehren. So, was wirst du tun? Du kannst nichts tun, um mich zum Gehen zu bringen. Ja, du glaubst, dass du mich dazu bringen kannst, mich zu bewegen? Wirst du mich nicht fragen? Ich weiß nicht, wie ich muss mich nicht auf dich hören. Wie ich muss mich nicht auf dich hören. Das hatte ich gelesen gehabt, wo ich die Nebenmission mir so Textguides geguckt habe. Moment. Ich muss mal kurz was gucken. Und zwar... Ach scheiße, Nuzuchi ist ja schon weg. Gegen was war Nuzuchi schwach? Scheiße. Hier. Ah ja, ging alles. Okay. Also Feuer, Eis, Blitz. Ich würde ganz gerne... Ja, das bringt... Sie bringt nichts. Bringt nichts. Ich überlege gerade, welches Team ich jetzt gleich nehme. Er hat ja auch schon. Ich könnte das mal probieren mit ihm. So, deswegen wollte ich die eigentlich auch alle jetzt noch nicht so weggeben. Oh. Mit der mittlere Angriff. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn du das mal lernen würdest. Aber Nuzuchi war jetzt gegen Wind nicht schwach, genau. Aber du hast auch noch andere Fähigkeiten außer Wind, oder? Sio. Okay, und Licht. Licht brauchen wir gleich. Aber ich würde trotzdem dich mal mitnehmen, damit du die XP bekommst. Ja, du hast ja auch eigentlich ganz gute Dienste geleistet. Okay. Wir müssen ihn einfach angreifen. Ah, du kleines Aas! Jetzt hast du mich echt wütend gemacht!
So. Wir haben verkörpert. Ach so. So. Du bist schwach gegen Feuer. Okay. Haben wir nicht. Niederschlag. Okay. Ich finde den irgendwie voll geil. So, holen wir uns mal einen Zug. Okay. Aber wir haben leider keine Erkunder, ne? Dabei. In dem Team hier gerade. Ist natürlich ein bisschen doof. Nochmal Talrunde. Oh, Niederschlag. Ah, ne. Machen das hier. Ach, was ist? Okay. Oh, wieder so eine Gaggeiler. Oh. Ich glaube, ihr sollt das nicht unterschätzen. Oh, scheiße, du bist schwach gegen Wind. Das ist schlecht. Ich habe gar keinen starken Gegenwind, ne? Außer hoch, Pixie. Scheiße. Toll. Ja, probieren wir Gift. Gift it is. Gerade. Hochschuss. Sehr gut. Boah, die schnarcht auch noch. Gegenstand. Gib mir irgendwas Cooles. Verbrenne euch alle, ihr Schweine. So, weg mit euch. Runde in das Chaos. Sehr gut. Ich krieg jetzt einfach alles ab hier. Jawoll! Was auch immer das für ein Erfolg ist. Aha. Gut. Wisst ihr Bescheid? Gegenstand. Schön wieder ein Feuer. Hatte ich nicht gerade gegen alle geworfen? So. Anscheinend nicht. Na gut. Ja, weg mit dir. Weg mit dir. Ja, räche uns. Räche deine Freunde. Ja, ich würde ganz gerne. Ich glaube, ich belebe ihn gleich nochmal wieder. Hochschuss! Okay. Er macht doch. Come on, gib mir! So, ich werde erstmal die Auferstehungsperle benutzen. Alter, ich baller die so hart, ne? Aber gut. Weg. Okay, du bist auch gleich weg. Die Attacke ist so geil, ne? So. Tschüss. Easy.
großzügige Dämonenkiste. Naja. Wie kann das sein? Obwohl, ich gebe zu, dass ich nach dieser Abreibung nicht mehr so mürrisch bin. Du hast Verstand und Muskeln, ne? Aber du bist trotzdem nicht überheblich. Und ich dachte, aufgrund meiner Intelligenz wäre ich besser als alle anderen. Einst war ich berühmt als belesener, heiliger Mann, der das Wissen suchte, aber dann verwandelte ich mich in das hier. Ich glaube, ich verstehe jetzt, warum. Danke, dass du mir etwas Vernunft eingebläut hast. Ich bin mir sicher, dass du einst spirituelle Erleuchtung finden wirst. Ich bete hier für deinen Erfolg. Neutrale Tugend. Sehr gut. Mamuda. Auf alle. Ja, ich würde aber ganz gerne das alles noch behalten. Ah, das ist schwierig. Schwacher Angriff. Ja, mach mal Mutter weg. Ja, denn ich bete hier für einfach. Ich bin mir sicher, dass du eins spürst. Okay. Aber schwierig, also schwierige Kämpfe jetzt hier gerade. Ich muss so drücken. Okay. Können wir das jetzt auch speichern? Ja, es ist. Muss langsam aufhören. Ja. Aber ich will eigentlich noch. Ich will den Talisman noch abholen. Und ich wollte eigentlich nur fusionieren. Scheiße. Also in dieser Folge. Was ist denn mit der scheiß Analyse hier? Hier, der ist auch unregistriert da oben. Hä? Deswegen ist da dieses Ausrufezeichen? Boah, ey. Oder muss ich erst nur so. Ah ja, okay. So, der war schwach gegenüber heilig. Weil der dachte sich nämlich, oh, ich greife dich jetzt an. Okay, wir sind schwach gegen. Oh ja, der. Stimmt, der macht heilig. Die blöde Sau. So rum. Da würde ich doch mal ganz gerne wieder etwas umwandeln. Jetzt können wir hier wieder spezial fusionieren. Weil haben wir ja freigeschaltet. Level 29 aber erst. Oh ja, da stimmt. Da müssen wir den Sandmann holen da. Muss ich auch noch machen alles. Am besten, bevor ich jetzt in diese ganzen Gebiete reingehe. So, aber ich will erstmal eine Affinität wechseln. Ich will stark gegenüber. Perfekt. Ich will stark gegenüber Licht sein. Ich bin aber schwach gegenüber Dunkelheit. Das bin ich geheuer. Egal. How is this? Okay. So, Essenzfusion. Wir könnten ja theoretisch. Können wir das überhaupt? Also wechseln wir die Skills dann? Das müsste ich ja natürlich auch mal irgendwann machen, ne? Die Skills wechseln. Vorbildfunktion. Achso. Ja, das müsste ich natürlich auch noch mal irgendwann machen. Ja, Feueratem. Return. So.
Ich glaube, der macht heilig Angriffe. Na komm, wir gehen nochmal zum Automaten dahin. So, Getränke. Oder ein Getränk. Und ich will auf jeden Fall Neko mitnehmen. Neko muss ihn ein bisschen schwächen. Er hat auch einen Resist gegen überheiligt. Das ist ganz gut. Mal speichern. Ah, das sind tatsächlich meine Talismane. Nun, da sie wieder in sicheren Händen sind, wird meine Kraft gewiss wiederhergestellt. Nun erlaube mir, dir meine Stärke im Kampf zu demonstrieren. Mach dich bereit. Und das fand ich so assi. Weißt du, du gibst ihm seine Talismane. Und er... Ich greife die jetzt an. Ah, Feuer! Wer war denn schwach gegenüber? Wer war denn schwach gegenüber? Egal. Hab ich irgendwie... Falsches im Kopf. Egal, wir sind noch halbwegs ganz gut dabei. Mach erstmal eine Sekunde. Und natürlich Druckschuss. Ah, stimmt, sie hat auch eine Sekunde. Muhaha, aber auch agil. So. Blitz funktioniert ja nicht. Nein. Würde ich schon fast sagen, wir schmeißen dir jetzt ein Feuerjuwel ins Gesicht. Oh, schwerer Angriff, das ist auch ganz gut. Können wir für den Boss auch gebrauchen. Oh, du hast dich geirrt im Ziel. Ja, aber trotzdem hast du mir... Ja, Eis. Kriegt ja nichts, ne? Nee. Ich kann eh nur 5 Sachen aufheben. 10, sorry. So, Rakunda. Let's do it. Komisch, das ist der ganz einfach. Angreif. Ach, der Resist, ja. Das war dumm. Aber egal. Weiß nicht, ob das nötig war, aber ich wollte es einfach wegmachen. Sehr gut. Ah, ich hätte auch Rakunda machen können. Das wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Sehr gut. Okay, er erhöht den Angriff. Auch sehr gut. Crit. Ja, komm. It's time. Blitz. Muss Sekunde machen. Hochschuss. Ja, das ist richtig guter Schaden. Rakuna kriegt irgendwie noch mehr Schaden. 123. Oh, daneben. So. Neko hilft uns so stark, das ist so krank. Aber ich... Ja. Es gibt bestimmt bessere Supporter. Auf jeden Fall später wahrscheinlich. Aber ist egal. Ah, sehr gut, dass du ausgewichen bist. Das ist so wichtig. Oh, wenn jetzt...
Theoretisch. Alter, das wird nicht voll. Bis zum nächsten Mal. Das ist das Problem. Sehr gut. Oh, sehr gut. Sehr gut an XP bekommen. Also ja, gut, Neko halt, der ist ja auch Level 11. Den müssen wir eh austauschen. Der hat zu wenig Leben. Ich spüre, dass meine Kraft zurückgekehrt ist. Doch verblasst im Vergleich zu deiner. Ich kann dir nur immer wieder danken. Hier, bitte nimm dieses Zeichen meiner Dankbarkeit an. Du hast erhalten ungeheuer Talisman. Ah, es hat nicht gereicht, um ihren Level abzugeben. Ich habe bei ihm Konzentration auch gar nicht benutzt. Fällt mir gerade ein. Ich Dummbatz. Egal. Jetzt mache ich sie wirklich fertig. Wir können jetzt den erweitern kritische Aura einsetzen. Nächster stärkebasierter Angriff aller Verbündeter ist 100% genau und garantiert kritisch. Oh, okay. Nicht schlecht. Okay. Damit haben wir Shiki auch besiegt. Ich denke mal, jetzt könnten wir den auch theoretisch auch fusionieren. Eligur müssten wir eigentlich auch schon bestimmt fusionieren können irgendwie. Oder wir bräuchten noch ein paar Viecher. Aber da ist ja noch ein bisschen Platz eigentlich. Na gut, zwei Plätze sind da noch. So, achso, da brauche ich es. Ich bin Zombie. Ne, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das ist erstmal nicht so wichtig. Ich gehe erstmal hier rein. Welcome to the world. Und registriere. Are you registered? Yes. Vasish macht gegenüber Himmel. Der Boss, der kommt. Dann bräuchten wir dort Himmelsviecher eigentlich. Also die so Himmelfähigkeiten haben. Also Lichtfähigkeiten, so rum. Wer könnte denn... So, warte mal. Wir müssen hier rein. Ich guck mal kurz. Ja, Erzengel. Ja, hier unten sind nämlich schon wieder einige, siehst du? Level 12 und so weiter, der mir noch fehlt. Hauptsache, ich kann Level 55 erstellen. Aber die sind noch ein bisschen unerreichbar. Die könnte ich halt jetzt auch holen. Das ist halt das Doofe. Also, ja, ich brauche die Viecher. Ah, hier. Sie würde Hammer lernen. Und Rakunda, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Wir könnten theoretisch ja auch. Da müssen wir beim nächsten Mal wirklich gucken. Wir könnten theoretisch auch den Engel wiederholen, aber der ist Stufe 12. Ist der schon so lange weg? Krass. Okay. Kam mir vor wie gestern. Obwohl es schon wirklich lange her ist. Aber gut. Wir sollten jetzt hier mal wirklich beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich muss mir echt noch... Also ich könnte hier langsam überlegen, ob ich hier jetzt reingehe. In diese Reihe. Aber... Da warte ich auf das nächste Gebiet so ein bisschen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir jetzt hier durch sind, dass wir irgendwie ins nächste Gebiet kommen, weil ja gut, hier könnte noch was weitergehen, aber es sieht auch nicht so der danach aus. Also da, hier ist irgendwas, also irgendwas, was mich wegteleportiert oder mich wegbringt oder whatever. Also zumindest in ein anderes Gebiet. Deswegen
würde ich da nochmal warten und vielleicht hoffen, dass die Wunder vielleicht nicht so ungeil sind, die wir da bekommen, weil wir sind doch ganz schön eigentlich gut dabei in Sachen, achso, die wir mit mir reden, wir sind gut dabei in Sachen Ruhm und da würde ich, also selbst ohne das Add-on, ohne das DLC, also finde ich schon krass. Aber das wird sich wahrscheinlich wieder ändern. Also das wird, wir sind ja immer noch am Anfang. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind immer noch am Anfang. Na gut. Aber ich habe Bock. Weiterhin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sorry, wenn ich wirklich auf die Kommentare wirklich sehr, sehr spät eingehen kann. Aber ja, vieles habe ich dann auch selber rausgefunden. Halt auch so interessante Sachen sind halt immer von Wichtigkeit, weil ich sie auch öfters mal wieder vergesse. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.